Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Wir spielen auf dem Biom Swampland und haben jetzt mal wieder den Zielsucher ausgewählt. Der Zielsucher hat von Anfang an zwei Diamanten, wie ihr seht. Nein, also hat von Anfang an ein Goldschwert. Und kriegt einen Speed 2 Buff, glaube ich, oder Speed 3, ich glaube. Nee, Speed 2 Buff. Sobald ein Gegner in 50 Blöcken Nähe ist, mit unter 50 Leben. Das ist toll. Das heißt, man weiß dann, dass sie wenig Leben haben und kann sie einfach ganz schnell verfolgen und schnell ausschalten. Und dazu hat er noch Goldstiefel. Dadurch erkennt man halt, dass er ein Zielsucher ist. Ein böser und gemeiner Zielsucher. Und das bedeutet ebenfalls, dass wir warten sollten, bis jemand unter 50 Leben hat und ihn dann erst angreifen sollten. Oh, wer hat denn hier noch nicht rumgemacht, rumhantiert? Oder es ist natürlich auch gut, wenn. Aha. Aha. Hat nichts gebracht, schade. Haben wir nicht bekommen, glaube ich. Oder doch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das bedeutet auch, wenn wir also mit jemandem 1 versus 1 machen und dieser dann unter 50 Leben fällt, können wir ihn besser critten, da wir halt schneller laufen. Und schnell laufen ist immer ein gutes Crit-Kriterium. Der baut sich hoch, da kommen wir also nicht mehr ran. Da hat schon jemand unter 50 Leben. Das sehen wir daran, dass wir so schnell geworden sind. Jetzt ist er aber allerdings schon tot, wie es aussieht. Und die sind ein Team, da gehe ich also nicht hin. Das Team hat wahrscheinlich auch eben einen getötet. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wir haben nicht so viel Essen, müssen wir also auch aufpassen. Da hat man mein Steam wieder gehört. Ja, ist okay, Steam. Ist okay. Ich mach dich mit Absicht nicht aus. Ich hab dich doch lieb, Steam. Ich hab dich doch lieb. Oh Gott, das ist bestimmt das Team, das hinter mir gerade her ist. Deswegen laufen wir lieber schnell weg. Oh, Lags. Okay, wieso laggt es jetzt? Das ist ja blöd. Oh Gott, voll der Dschungel. Was ist hier los? Kann hier nicht irgendjemand mal unter 50 Leben haben? Hä? Sind wir gerade schneller? Kam mir gerade so vor. Vielleicht hat es auch einfach nur aufgehört zu laggen. Oh Mann, ich vermisse die Spinne, sonst könnte ich hier überall hochklettern. Ah, wo sind wir denn hier? Irgendwie ist das alles merkwürdig. Ich will hier raus. Gegner über 100 Blöcke weg, das ist ja richtig weit. Na gut, ich würde gern kämpfen. Wir haben ein Dia-Schwert. Ansonsten sollten. Oh, gut. Wir machen uns eine Hose. Schuhe haben wir ja schon. Und daher brauchen wir keine Schuhe. Den nehmen wir aber wieder mit. Da ist eine Kiste gespawnt. Gucken wir erstmal da rein. Könnten ja gute Sachen drin sein, wie zum Beispiel Weizen. Dann könnten wir uns ein paar Brote backen. Und die Dinger hier einsetzen. Jetzt ist mir das auch egal. Jetzt lassen wir. Oh, noch mehr Fleisch. Lassen wir den da. Da ist noch ein Speedblock. Und auf zum nächsten Gegner. Gegner, Gegner, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn, Gegner? Gegner? Hä, Gegner ist hinter uns? Hä, Gegner? Wo ist Gegner? Ich will Gegner finden. Wo ist Gegner? Wo ist Gegner? Ja, such den Gegner. Ja, such den Gegner. Los, die Sucher. Such den Gegner. Ja, fein. Aber der hat über 50 Leben. Jetzt hat er weniger. Oh, wir müssen schnell dahin. Da haben wahrscheinlich zwei gekämpft. Na. Wo ist der? Oh Mann, ich will den. Hallo, renn mal. Okay, wer spammt mich da die ganze Zeit in Steam voll? Hallo. Hallo. Na, du hast über 50 Leben. Jetzt nicht mehr? Immer noch, okay. Aha, darauf fallen wir nicht rein. Jetzt hat er unter 50 Leben. Rennen wir ihn schnell hinterher. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir nicht springen, weil wir dann schneller sind. Mit einem Speed 2 Buff. Komm her, wir sind schneller als du, obwohl du ein Känguru bist. Okay, ich glaube, da hängt uns jetzt ab. Ja. Das war irgendwie klar. Komm jetzt her. So, haben wir ihn auch. Obwohl er gegessen hat. Oh, der nächste Spieler. Okay, ich dachte, wir hätten noch einen Speed Buff bekommen, aber nee. Aber hier liegt ja noch Zeug, das wollen wir alles haben. Oh, der hatte richtig gute Sachen dabei. Nice. Der hatte schon Diaschuhe. Und einen Bogen. Ja, toll. Das kann alles weg. Diaschwert haben wir schon. Die Brust können wir noch ausrüsten. Sehr cool. Oh nein, aua. Haben wir. Nee. Wir kommen ja quasi nicht raus. Okay. Das ist nicht so cool. Wären wir eine Spinne, dann könnten wir ganz easy raus. Was machen wir denn jetzt? Haben wir Stein? Wir haben keinen Stein. Wir könnten.
habe Angst, dass hier gleich einfach jemand runterspringt und uns tötet. Denn so weit ist der nicht weg. Wir können hier einfach warten. Und ich habe ein Trauma davon, mich mit einer Enderperle hochzuwerfen. Hallo. Luke, wie geht's dir? Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Und du tust mir bitte auch nichts, okay? Okay, was machst du? Okay, Luke. Wo, was? Hä? Achso, er ist geswitcht worden. Gut, gut, gut. Hoffentlich werden wir auch bald geswitcht. Das war jetzt irgendwie komisch. Das wäre ziemlich komisch. Gegner sind ganz weit weg. Das heißt, wir können hier mal wieder ein bisschen aussortieren. Der arme Typ, der wusste gar nicht, was ihm geschieht. Plötzlich wird man in den Kampf geportet und hinter dir steht dann einer mit dem Diaschwert. Hat selber nur so ein Holzschwert. Und dann kommt da einfach so ein blöder Typ wie ich an und vernichtet dich. Jetzt sind wir wenigstens nicht mehr in dieser blöden Schlucht drin. Es leben auch nur noch 4 Leute. Der Luke lebt aber immer noch. Schade, schade, Schokolade. Den hätten wir bestimmt noch erwischt. Aber kurzzeitig war da einfach gar keiner. Ich war richtig verwirrt. Was haben wir da noch? Spinnweben. Enderperlen. Enderperlen sind gut. Jetzt haben wir wenigstens 5 Enderperlen. Und wir könnten unseren Bogen einmal verzaubern und unser Diaschwert. Schärfe. Nice, nice. Gerade noch rechtzeitig? Nee. Unser Diaschwert ist weg. Das ja jetzt irgendwie blöd. Tja, dann. Das ist jetzt irgendwie echt blöd. Das war nämlich gerade Schärfe drauf. Naja. Was wollte ich machen? Ich wollte einen Dia-Apfel machen. Einen Goldapfel. Dia-Apfel wäre natürlich auch schön, aber ein Goldapfel soll auch erstmal lang. So. Was haben wir sonst noch? Wir könnten uns hier runterwassern. Runterwassern. Genau so nennt man das. So, wo ist denn der nächste Spieler? Der ist gar nicht so weit weg. Den könnten wir sogar eventuell von hier oben sehen. Da unten. Treffen wir den? Okay. Jetzt sind wir wieder so weit weg von denen. Das kann doch nicht wahr sein. Ist wenigstens einer weg? Waren wir eben 5 Spieler? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Goldapfel, was sehr schön ist. Und leider kein Schwert. Und das heißt auch, dass jemand anderes jetzt unser Schärfeschwert hat. Und das heißt auch, dass da ein Spieler ist. Ist das wieder dieser Luke? Hä? Wie ist der Luke? Ich habe keine Ahnung. Hallo. Ja, ja, mach du mal und ich greife dich währenddessen an. Er hat noch über 50% seiner Leben. Vielleicht, wenn wir ihn noch einmal treffen. Oh, jetzt hat er keine 50% mehr. Gut, den verfolgen wir mal ganz schnell. Der ist weg. 3 Spieler sind noch da. Oh, haben wir viel aufgehoben. Krass. Fahrertrank des Schadens. Sonst hatte der aber auch nichts. Wir sollten vielleicht mal craften. Was haben wir? Wir haben... Oh. Autsch. Shit. Hoffentlich kommt der Spieler nicht allzu schnell. Oh doch, er kommt ziemlich schnell. Oh, wir müssen weg. Wir müssen ganz schnell weg. Wir haben keine Leben. Oh Gott, ich glaube, ich muss den Goldapfel essen. Wir essen den Goldapfel und laufen weg. Okay, da kommt uns irgendwie näher, aber irgendwie auch nicht. Gleich haben wir auf jeden Fall wieder volle Leben, das ist schön. Ich würde aber gerne craften. Hör mal auf, uns zu verfolgen. Verfolgt er uns? Kommt er näher? Der kommt tatsächlich näher, das ist ja doof. Ach man, anderer Spieler, geh doch einfach weg. Da hinten ist er. Hallo. Da ist der Luke schon wieder. Komm, stirb. Lass uns craften. Ich hätte gern einen Dia-Helm. So. Wo ist er? Hab ich ihn rausgeschmissen? Ne, hier unten. Haben wir Eisen? Haben wir Eisen? Haben wir Eisen? Seht ihr irgendwo Eisen? Da haben wir Eisen. Eisen. So, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Jetzt kann er auch gerne kommen, wo auch immer er ist. Oh, warte, wo ist er? Hä? In die Richtung, okay. Ich hätte die gerne weiter vorne. Dankeschön. Ah, der baut sich da hoch. Ob wir ihn da runterschießen können? Was ist das für einer? Ist doch ein Känguru, oder nicht? Aber, hey, seit wann kann ein Känguru...
Der kann einfach irgendwo einen Doppelsprung machen, egal wo er ist in der Luft. Okay, das wäre neu für mich. Das wäre echt neu für mich. Wieso kämpft er nicht? Weil wir ihn jetzt einmal getroffen haben. Da ist er in den Sonnenuntergang verschwunden. Lassen wir ihn gehen. Wir lassen ihn fortlaufen. BVSK, wo ist der denn eigentlich? Ich seh immer nur diesen Look. Die bauen beide einfach Türme, oder was? Wie langweilig seid ihr denn? Gut, pflanzen wir einen Baum. Bitteschön. Ja, wir können nichts machen. Wir könnten jetzt nochmal versuchen, unser Schwert zu verzaubern. Wir haben sogar zwei Stück. Schärfe haben wir wiederbekommen, sehr schön. Und die Schuhe, wenn die beide Türme bauen, dann ist das mit den Schuhen bestimmt eine gute Idee. Wir haben allerdings keine Level. Was mache ich denn hier? So, die sind ganz weit weg. Wir nutzen einfach mal das Ding hier. Warum nicht? Wow, das hat's ja richtig gebracht. Dankeschön, du Teleporter. Wir sind einfach genauso weit weg wie vorher. Okay. Gegner. Wieso seid ihr so weit weg? Kommt mal näher ran hier. Vor allem dieser Luke. Der ist richtig merkwürdig, dieser Luke. Okay, diesmal kein Turm. Das ist doch schön. Der baut sich da hoch. Ob wir den wohl treffen? Ja, was macht der denn immer? Ich verstehe das nicht. Er baut sich immer hoch. Beide machen das. Die bauen sich hoch. Und springen dann einfach so richtig dämlich runter. Oh, er hat unter 50 Leben. 50% Leben. Das heißt, wir verfolgen ihn schnell. Komm her. Der ist weg. Fehlt nur noch der Luke. Der ist aber noch ganz weit weg. Haben wir hier irgendwas Gutes? Das haben wir alles schon, soweit ich das sehe. Das heißt, das brauchen wir alles nicht. Ja, mit Türme bauen kommt man noch nicht weit. Ich habe auch keine Ahnung, warum die das beide machen. Vor allem nach demselben Schema. Sie bauen ihn und springen dann runter. Mit irgendeinem Doppelsprung. Was schreibt er? Finale? Schön für dich. Das ist ja der, der uns schon in der Kluft da einmal besiegen wollte. Aber wir haben ihn nicht gelassen, beziehungsweise wurde einfach wegteleportet. Tachchen. Hier, ich habe Pfeil und Bogen. Hast du auch Pfeil und Bogen? Ich würde ihn gerne ein bisschen anschwächen. Oh, wir haben getroffen, was? Ich habe nicht mal mehr hingeguckt. Was ist denn los mit dir? Wo ist er? Er läuft von uns weg, warum? Hat er echt so wenig Leben? Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube dir das nicht, Luke. Huch, hallo. So, da haben wir ihn gut gekombot. Nochmal, jetzt sollte er unter 50 Leben haben. Ja gut, das war jetzt irgendwie einfach. Lol. Ja, Hex. Schau im Video. Ja, ich habe richtig gehackt. Das war richtig krasser Hack, muss ich schon sagen. Da finde ich das schon eher... Ja, ich bin voll YouTuber. Ja, ich habe fast 300 Abonnenten. Ich bin gut. Ich bin toll. Ist der hier irgendwo, dieser Luke? Oh, Retro 8 ist da. Das ist ja cool. Und hier ist ein Faker Mr. More Game. Hallo, Faker Mr. More Game. Hallo. Aber er kann es ja wirklich im Video angucken. Jetzt weiß er zwar nicht, wie ich heiße, aber er kann es ja trotzdem machen. Luke, vielleicht finde ich den ja in irgendeinem Forum. Aber sowas finde ich immer geil, wenn die einen Hacker nennen. Nur weil sie einfach zu schlecht sind oder, keine Ahnung, vielleicht hat er einen ganz hohen Ping und dachte deswegen, ich hacke. Aber nur weil man einen anderen gut kombot, heißt das doch nicht, dass man hackt. Das ist lächerlich, egal. Eierloch. Springen wir noch kurz auf Scream runter. Ja! Oh, wir sind leider gestorben, bevor wir bei Scream waren. Und er ist weg. Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Das war eine sehr erfolgreiche Runde mit dem Zielsucher. Haben sogar... Ja doch, wir haben 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute getötet. Ne, aber 5 waren das bestimmt. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ui, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und tschüss.